Um einen Wechselbehälter korrekt von Stützen aufzunehmen, positionierst du das Fahrzeug in der Flucht vor dem Wechselbehälter. Wechselbehälter werden mit jeder Transporteinheit einzeln abgefertigt. Als erstes der Anhänger, um eine freie Sicht vom Führerstand aus zu garantieren. Beim Verlassen des Motorwagens wird die Fahrertüre wieder geschlossen und der Motor immer abgestellt. Öffne die Hecktüre des Wechselbehälters und kontrolliere die Ladung. Ist die richtige Ware gemäß Lieferpapieren im Wechselbehälter und die Ladungssicherung korrekt vorgenommen? Hänge die Anhängerbremsleitung ab und stelle die Betriebsbremse auf Lösen. Als andere Variante kannst du auch das vorhandene Löseventil drücken, danach ohne Abkuppeln der Luftleitung die Luftfederung bedienen. Wenn die Vorbereitungsarbeiten fertiggestellt sind, senkst du die Luftfederung ganz nach unten ab. Fahre nun vorsichtig rückwärts unter den Wechselbehälter. Dazu kannst du dich am hinteren Positionslicht an den Stützfüßen orientieren. Bei Chassis mit Führungsrollen wird die Höhe anhand dieser eingestellt. Wenn die Führungsrollen vorhanden sind, sind diese unbedingt zu benutzen. Fahre rückwärts bis unter die Twistlocks. Bei unebenem Boden kontrollierst du, ob die Höhe der Führungsrollen noch stimmt, da diese sonst aus der Führung fahren. Auch hier gilt, beim Aussteigen wird der Motor abgestellt und die Fahrertüre geschlossen. Wenn du sanft bis zum Anschlag fährst, bist du richtig positioniert. Danach die Luftfederung ganz anheben. Die Stützfüße hochklappen und zweimal sichern. Die Twistlocks schließen und sichern. Anschließend deponierst du die Holzbretter am vorgesehenen Platz. Der Anhänger wird nun abgekoppelt und der gleiche Ablauf mit dem Motorwagen ausgeführt. Anschließend wird mit dem Motorwagen der Anhänger angekoppelt. Achte bei der Anfahrt darauf, dass die Deichselhöhe stimmt oder korrigiere diese gegebenenfalls. Die Luftfederung in Fahrstellung bringen. Anhängerbremsleitung wieder ankuppeln. Lass dich in deinem Ablauf nicht durch Telefonate, SMS oder Gespräche mit Kollegen ablenken.